Morgen. Heute möchte ich mir mal eine kleine Erinnerung basteln. Und zwar etwas, was ich schon lange nicht mehr in der Hand hatte, nämlich Schrumpffolie. Ich habe mir hier jetzt ein paar Sachen auf die Schneidematte gelegt. Das sind PNG-Dateien. Ihr könnt aber natürlich auch alles andere nehmen. Ich habe schon angefangen, mir, seht ihr hier oben bei Design, My Design, kleine Löcher einzufügen, das ich dann nutzen möchte, eben um das Ganze aufhängen zu können. Ich möchte mir nämlich Anhänger basteln aus Schrumpffolie. Das Ganze macht total Spaß. Ich ärgere mich fast, dass ich das schon so lange nicht mehr gemacht habe. Wir bearbeiten uns das Ganze gleich mit einer Schneidelinie natürlich, weil dann schneidet der Plotter uns das auch aus und wir müssen nicht mit der Hand oder mit der Schere eben auf dieser Schrumpffolie rumschneiden. Ich mache mir jetzt erstmal hier Löcher. Bei der Schrumpffolie müsst ihr, wie gesagt, aufpassen, die schrumpft, wie der Name schon sagt. Das heißt, ihr müsst es auch wirklich groß genug machen, weil sonst wird es, ja, sonst passt es einfach nicht. Ich mache mir hier jetzt mal ein Offset außenrum, um diese beiden, na, ihr seht, Offset passt. Na, hier oben habe ich hier mein Hängerchen. Wir können es vielleicht noch ein bisschen breiter machen, falls man Angst hat, dass die Schrumpffolie, dass es nicht bricht. Machen wir noch mal ein Offset, machen das Ganze vielleicht mit ein bisschen dicker. So, genau. Und hier habe ich mir das Löchlein reingesetzt. Hier hin. Ich könnte mir sogar als Armband machen. Das wäre natürlich eine coole Idee. Könnte ich mir hier ein Armband machen? Guck mal da, gleiche Höhe passt. Und hier mache ich mir das bei dem Elch auch noch. Ne? Beides markieren, Offset, bisschen dicker. Wir müssen nur wieder aufpassen. Ihr seht, ich überlappe jetzt so ein bisschen in das Mandala hier mit rein, dass ich das Mandala dann natürlich wieder nach drüben schiebe. Das zeichne ich mir jetzt erstmal nach, beziehungsweise mache mir hier ein Kreis außenrum, dass ich 76 mal 76, ups, das war ein bisschen zu groß. So, da ist er wieder, der Kreis. Weil das ist ein JPEG. Das ist ein JPEG. Und wo ist meine Maus? Da ist Maus. Das ist eine, ach, ich war noch im Kreis, deswegen war das ein bisschen zu klein. So, jetzt machen wir hier mal ein Kreis außenrum. Passt es? Ne? Ein Stückchen größer muss er sein. So, dann passt es, genau. Abschneiden. So, weiß wird eh nicht mitgedruckt, von daher ist es wurscht. So, also jetzt setze ich mir meine Blumenwiese hier hin. Mein Blumenmandala-Wieschen. Ich muss aber ein bisschen kleiner machen, sonst kriege ich das Ganze hier nicht mehr drauf. So. Können wir auch hier oben und unten machen mit dem Punkt. Also da kann man sich wieder total verlieren, ne? Das wisst ihr ja mittlerweile auch bei mir. Wenn man sagt, okay, gut, was könnte ich denn alles machen? Ein Armband, ein Anhänger. Also ich möchte heute mal so ein bisschen. So, da sind wir. Das hier passt so. Gruppieren und dann mache ich mir hier ein Offset. Wo ist mein Offset? So, wenn ich rund, das ist blöd. Wenn es nicht rund ist, ist es blöd. Dann ist es nicht so schön. Gehe ich wieder zurück. Ich mache es in rund. In rund. Dann setze ich mir nämlich hier meinen Kreis wieder drumherum. Der war 76, 76 und dann habe ich ihn bisschen größer gemacht. Also könnt ihr einfach basteln, basteln, basteln. Nutzt die Flächen auf jeden Fall aus, sonst ärgert ihr euch nur. So, jetzt passt es wieder. Gruppieren. Jetzt setzen wir die Kreise ein. Oben, unten, rechts, links. Da könnt ihr euch Anhänger basteln, was auch immer ihr natürlich wollt. Ich habe schon sowas im Kopf. Beachtet, wie gesagt, nur immer, dass es auf jeden Fall eingeht, also schrumpft. Ne? Also wenn ihr jetzt wirklich was Größeres machen wollt, müsst ihr ein ganzes Blatt nehmen. Und bei mir wird es, wenn es Anhänger, das dann passt es ganz gut, weil es nur kleine Anhängerchen werden. Gruppieren. So, jetzt haben wir es endlich. Offset ein bisschen größer, sonst findet das mir das ganze Platz. So. Genau so wollte ich es haben. Das heißt, ich habe hier jetzt einen Anhänger.
zum Beispiel eine Kette, hier habe ich auch einen Schlüsselanhänger, hier könnte ich mir ein Armband draus machen, da müssen wir aber dann aufpassen, dass wir es ein bisschen biegen, wenn es warm ist. Hier habe ich einen Anhänger, knapp ist es. Dann muss ich mir hier das Ganze noch ein bisschen rüberschieben. Also ihr müsst wirklich aufpassen, dass ihr die Passermarken hier nicht trefft. So, ganz wichtig, Schrumpffolie ist Lettergröße. Das ist ein amerikanisches Format. Und das müsst ihr auch wirklich in der Seiteneinstellung einstellen, weil sonst sind die Passermarken nicht drauf. So, dann geht's gleich weiter. So, wie es hier halt immer ist, klingelt auch mal das Telefon. Ich habe das Ganze jetzt, wie gesagt, fertig gemacht mit euch. Bin auf Datei drucken gegangen. Das dauert immer ein bisschen. Er muss es ja erstmal umrechnen. Na, nö, Farben, bla bla bla. Dann seht ihr die Vorschau. Geht auf Drucken und bei sowas wählt ihr dann bitte Einstellung hoch ein. Wichtig ist nur, wenn ihr einen Fotodrucker habt, dass ihr aufpasst, dass ihr nicht auf Fotodruck geht. Fotodrucke können verschmieren. Dass diese Fotoschwarz ist einfach so, dass sie auf diesen bedruckbaren Materialien nicht trocknet. Da müsst ihr dann auf Entwurfansicht beispielsweise gehen. So, bei mir, ich habe keinen Fotodrucker, ist es kein Problem, aber bei euch kann es sein, dass ihr einfach auf Entwurf oder auf Normal gehen müsst, dass es euch nicht verschmiert. Ich gehe jetzt auf Abbrechen, weil wie ihr hören könnt, druckt mein Drucker schon und ich lasse das Ganze dann kurz antrocknen und dann werden wir es mit dem Plotter schneiden. So, das heißt, wir gehen jetzt auf Senden und jetzt müsst ihr wirklich aufpassen, dass wir nur die Außenlinien erwischen. Ich bin auf Linie gegangen, ihr könnt auch auf Einfach gehen. Also das seht ihr aber mal, hier sind SVG-Dateien, deswegen ist es überall, aber das ist uns jetzt in dem Fall egal. Ich markiere mir alles und gehe auf Nicht schneiden. So, jetzt weiß er zumindest, dass er nicht schneiden muss. Und jetzt markiere ich mir, dann markiere ich ihm, was er schneiden soll. Nämlich den Rand. So, jetzt haben wir den Außenrand. Wir dürfen aber die kleinen Punkte nicht vergessen. Na, wir wollen die Punkte innen drin auch geschnitten haben. Jetzt muss ich mir den kleinen Punkt markieren, wenn ich ihn erwische. Jetzt gehe ich nochmal auf Design zurück. Dann nehme ich hier mal die Gruppierung raus. Vielleicht, genau, gehen wir wieder auf Senden. Also ihr seht, wenn die Gruppierung drin ist, kann ich ihn nicht einzeln anwählen. Jetzt nehme ich mir hier den Punkt, geht auch wieder nicht. Gehen wir zurück auf Design, nehmen die Gruppierung raus. Ah, doch, geht eigentlich. Gehen wir mal auf Senden. Guckt mal, ist immer noch markiert. So, hier oben schneiden. Und weil ich es hier viel schöner markieren kann, da habe ich die Gruppierung drin. Ihr könnt es übrigens auch hier markieren, wenn es für euch hier einfacher ist. Geht auf Senden und sagt ihm, das möchte ich auch schneiden. So, jetzt hat er den Außenrand und unsere Kreise. Jetzt müsst ihr auf Material gehen und zwar auf Schrumpffolie. Nochmal, hier haben wir sie. So, die Schrumpffolie ist hier selber eingestellt. Ich, Eva, mache einen Durchgang mehr. Mir reicht es nicht. Also ich habe gemerkt, das ist mir eins zu wenig. Das passt mir nicht. Ich lade jetzt mit euch gleich das Material und dann werde ich hier auf Senden gehen. Seht, es ist gedruckt. Es ist auch schon ein bisschen angetrocknet. Ja? Mit den Passermarken, die überall da sind, wo sie hingehören. Denkt nur bitte dran, wenn ihr sowas macht. Die Schrumpffolie gibt es auch in weiß, also mit weißem Hintergrund. Da weiß ja nicht mitgedruckt wird von einem Drucker. Also wenn ihr jetzt ein Einhorn machen wollt, das wirklich weiß ist, müsstet ihr dann die weiße nehmen. So, ich habe mir das Ganze jetzt auf meine Matte gepappt, lade mir das ein, mache ein bisschen bei, ne, weil bei mir spiegelt es ein bisschen von oben vom Licht. So, jetzt scannt er das ab und schneidet. Währenddessen, ihr könnt natürlich an den Backofen gehen. Ich gehe nicht gerne an den Backofen. Ich nehme einen Heißluftföhn. Vor allem ist es für euch auch viel lustiger zum Zuschauen. Und was ich mir noch nehme, ist irgendwas, mit dem ich das Ganze dann beschweren kann. Weil im Backofen sagt man ja auch danach einen Topf drauf oder sowas, dass es wirklich gerade bleibt. Ich nehme das. Aber wichtig ist zum Beispiel auch bei diesem Totenkopf wollen wir ja was für den Arm machen. Da schaue ich jetzt nochmal, ob ich irgendwas finde, was ein bisschen gebogen ist. Das ist ja heiß. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein
Ah, das ist nicht rund genug. Muss ich mal schauen. Ich habe hier ein Glas mit Babynahrung, das ich mal von einem Kundengeschenk gekriegt habe. Da werde ich das Ganze so ein bisschen umbiegen, na, dass es die Form bekommt von einem Arm, dass ich das Ganze dann auch als Armband tragen kann. So, den lasse ich jetzt schneiden. Euch lasse ich jetzt in Ruhe und dann sehen wir uns wieder, wenn es fertig ist und wir das Ganze dann schrumpfen. So, und ein letztes machen wir noch zusammen. Den Elch haben wir schon. Das Gebogene für den Armreif haben wir schon. Fehlen tut jetzt noch dieses Mandala, mit dem ich auch noch gerne eine Kette machen möchte. Vielleicht was mit Perlen oder so. Ich habe mir schon jede Menge Zeug bereitgelegt, um euch dann einfach auch später zeigen zu können, was man da Schönes alles machen kann. Ihr seht, die Farben sind toll. Schon groß gedruckt und wenn sich das Ganze dann zusammenzieht, wie auch bei dem Elch, seht ihr dann, das ist richtig schön tief von der Farbe her. So. So, ihr seht hier, ich habe jetzt mal alles rausgeholt, was ich gefunden habe, zum Engelbasteln, Ösen, Biegen, Zangen, Perlen, Tüdelkram in alle Richtungen. Und dann kann man anfangen zu sagen, okay, gut, ich möchte, was weiß ich, hier noch so eine kleine Öse dran haben. Und dann kann ich mir mit meiner Zange das aufbiegen, mein Hängerchen rein, mit der Zange wieder zubiegen. Ich bin jetzt so der Biegemeister. Dann mache ich mir eine Kette durch. Silberne am besten. Und schon habe ich mir ganz schnell aus Kinderbildern eine Kette gemacht, zum Beispiel. Das wäre eine Variante. Ihr könnt unter anderem natürlich auch mit Perlen oder sonstigem arbeiten, wenn ich jetzt mein, das da zum Beispiel, dass ich sage, okay, gut, ich mache mir hier eine Öse, eine kleine, die gibt es in verschiedenen Größen, ne? Groß, klein, mittel, dick, dünn, da kommt es wieder drauf an, was habt ihr für Zangen, ich finde meine eigentlich ganz okay, dann habe ich noch eine kleinere, ja, habe ich, das ist mal dünner, dass ich sage, ich mache mir hier zwei Ösen, oben und unten, und fädel mir vorher noch ein paar Perlchen ein. Ein schönes Ding hier. So. Fädel ich mir das hier ein. Leg das Ganze wieder zu. Ihr müsst natürlich vorsichtig sein, dass ihr die Schrumpffolie nicht trefft, weil die knackst sonst und dann bricht sie. Also es ist jetzt nichts, mit dem ihr Kriege gewinnen könnt. Aber gerade für Schlüsselanhänger oder sowas, da geht er nicht mit Zangen dran oder brecht. Ja, ihr seht, so ein Mini-Tüdelkram ist für mich ein bisschen tricky. Aber wenn man was will, na, seht ihr dann hier, könnt ihr oben und unten euch Ösen dran machen und dann könnt ihr Perlen vorne dran fädeln. Hier, oh, das könnte man hier schön drin machen können. Dann hätte ich mir da oben das. Ja, also ihr seht, ich fädel hier jetzt mal ein bisschen und wenn ich fertig bin, zeige ich euch was. Wie ihr seht, war ich hier jetzt fleißig. Ich mache jetzt gerade noch den letzten an einen Schlüsselanhänger. Das war eine Perle, die ich wahrscheinlich nie wieder finde. Das ist so der Fundus, den ich über die letzten Jahre einfach mir hier angesammelt habe an Perlen und an sonstigem. Aber ihr könnt das natürlich mit allem machen. Ich wollte euch noch mal so ein bisschen zeigen. Jetzt hier zum Beispiel habe ich einen Schlüsselanhänger von uns. Da habe ich eine Kette dran gemacht. Und so könnt ihr na, zum Beispiel Schlüsselanhänger verschönern. Da habe ich den Elch eben dran. Dann habe ich das Armband für den Fabi fertig gemacht, der aber nicht mehr da ist. Dann haben wir hier zum Beispiel, könnt ihr auch
an einen Schlüssel hängen oder an eine Kette. Habe ich einfach eine, ja, hier so eine Krampe dran gemacht. Dann habe ich, könnt ihr euch total austütteln, hier an einen Schlüsselanhänger Perlchen gefädelt und in der Mitte eben das Schrumpfzeug, hier das Design, mein Design, ist jetzt an einer Kette. Das könnte man sich umhängen. Und so seht ihr, was man einfach alles machen kann aus so ein Stückchen Schrumpffolie. Ob das jetzt natürlich an einem Anhänger oder an der Kette oder auf einem Geschenk oben als Hängerchen ist, ist euch total selbst überlassen. Ich wollte euch einfach mal zeigen, was man damit alles anstellen kann. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachbasteln, viel Spaß beim Perlen wieder vom Boden aufheben und ich wünsche euch einen schönen Tag.